Immobilienbetriebes, Schwerpunktvermietung an Familien mit Kindern. Allein mein Mietwohnungen beherbergt 22 Kinder unter 18 Jahren. Daher seht ihr meine soziale Ausrichtung, bin Vormund einer geistig behinderten Frau. Aber ich bin natürlich ein liberaler Wirtschaftsunternehmer, habe zahlreiche Ehrenämter in der Kommune, war Vizebürgermeister in der Gemeinde für Kirn Westerham. Politisch aktiv seit 1982 ist dann diese CSU ein unseliges Rauchverbot erlassen, obwohl der Volksentscheidsführer war damals gegen den Frankenberger, wer den heute überhaupt schon kennt. Wahrscheinlich ist er schon in Vergessenheit geraten. Der macht jetzt Touristenführungen in Lienz, falls ein Linz, falls er mal einen besuchen will. Kurzum, immer schon politisch aktiv sozusagen in die Wiege gelegt bekommen von meinen zwei Großvätern, die waren enorm politisch aktiv waren im Dritten Reich. Und zwar als entschiedener Gegner des Nazi-Regimes. Dafür war mein Großvater im KZ. Deswegen nehme ich es ganz persönlich, wenn im Landtag das Bashing gegen uns als Partei AfD, wir wären sozusagen die Nazi-Partei. Das nehme ich nicht nur persönlich, sondern ich verteidige es, weil da herin sehe ich keine Nazis. Aus der Kommunalpolitik, wo ich jetzt die fünfte Periode im Gemeinderat bin, in Vernetzung über den Bezirk, dann auch in der Sachkompetenz, die ich durch meine Ehrenämter, ich möchte es gar nicht alle aufzählen, die ich nicht gehabt habe, um diese Sachkompetenz auch für das Erscheinungsbild der AfD einzubringen. Im Landtag dürften einige von euch vielleicht schon meine Reden gehört haben, die sind relativ freigehalten, emotional, wenn es um das geht, was uns dieser irre Diktator Söder antut. Wir wollen mit der Landtagsfraktion versuchen, mit Sacharbeit einen Gegenpol zu bilden, und ich glaube, wir haben auch die letzten Anträge, die übrigens auch von mir als Arbeitskreisleiter, wo ich für 5 Ausschüsse zuständig bin, 8 Abgeordnete, wo ich federführend viele dieser Anträge eingeleitet habe. Deswegen bitte um eure Zustimmung. Herzlichen Dank.